Verfassungsrecht, du weißt genau, was du tust. Hör auf, die Patriots verlieren zu lassen. Ich bin Gott, ich muss gar nichts tun. Ah, du gibst es zu. Ja. Oh mein Gott, das ist wahr. Aber es ist dir doch egal, wie viel Trinkgeld jeder Einzelne gibt, wenn er essen geht, oder? Hör zu, Gott, wieso musst du den Patriots-Fans wehtun? Das sind gute, versoffene Menschen, die hart dafür arbeiten, nie im Leben etwas zu erreichen. Es gibt 3 Millionen Fischer und es sind nur noch 7 Fische im Meer. Aber sie leben, um Football zu gucken. Viele noch auf einem alten Röhren- oder Schwarz-Weiß-Fernseher. Bitte, Gott, wir flehen dich an. Lass den Football in Ruhe. Er ist alles, was wir haben. Es liegt nicht an den Fans, sondern an Belichick. Ich mag ihn nicht. Ich lasse ihn als Trainer 3 Super Bowls gewinnen und er hat nicht einmal gelächelt. Nicht mal zu Hause. Das ist undankbar. Aber das ist doch nur Belichick. Ja, komm schon, Gott. Ich habe mich schon wieder ausgesperrt. Ja, klar. Geh nur direkt zum Chef, weil ja keine Angestellten mehr deswegen. Man muss im Himmel die Tür absperren. Ein Laptop ist verschwunden und alle hier sind ausgerastet. Schön, ich sag euch was. Wenn ihr Belichick zum Lächeln bringt, lasse ich die Patriots wieder gewinnen. Oh, okay. Es geht. Ich weiß nicht, Peter, das ist eine schwierige Nummer. Keine Sorge, ich habe Übung darin, Leute zum Lächeln zu bringen. Ich war mal Fotograf für Babys von Prominenten. Okay, Apple. Apple, lächle für Peter. Lächle für... Nein, okay. Guck mal, wer da ist. Wer liebt dich mehr als deine Mom? Ganz genau. Kannst du für Kindermädchen Nummer 2 lächeln? Sehr gut, ausgezeichnet. Und deine Mami will um 20.30 Uhr mit dir skypen, falls sie nicht vor dem Essen schon besoffen ist. Hallöchen, Mr. Belichick. Wer seid ihr denn? Und was wollt ihr? Wir sind hier, um Sie zum Lächeln zu bringen. Und wenn mich etwas immer zum Lächeln bringt, dann ist es das Lachen von Kindern. Ich habe den Jungen auf dem Parkplatz gefunden und werde ihn für Sie zum Lachen bringen. Boah. Komm jetzt, lach schon. Kleine Fettbacke, Gucci. Lassen Sie meinen Sohn nicht an. Komm her zu mir, kleiner Mann. Dieser Flug ist bereits im Abflug. Boom. Abflug. Der Flieger. Nochmal. Er ist Daddys kleiner Flieger. Ich liebe dich, Daddy. Oh Gott, hier schon wieder. Gut, eine andere hundertprozentige Garantie für Lacher ist Tragödie plus Zeit. Und jetzt warten wir. Also, Coach, eins ist immer witzig, wenn ich mit meiner Stimme Tieraufnahmen synchronisiere und versuche, Situationen aus dem menschlichen Alltag auf diese Bilder zu projizieren. Harter Tag in der Bank? Nein, hab nur schlecht gegessen. Was gab's denn? Serengeti Bolognese. Nein, total absurd. Hör zu, ihr seid mir jetzt den ganzen Tag nachgelaufen und habt euch zum Affen gemacht. Könnt ihr mich jetzt in Ruhe lassen? Ich muss arbeiten. Oh, Leute, ich fürchte, wir haben versagt. Wir wollten Ihnen nicht die Zeit stehlen, Coach. Wir müssen sowieso ins Krankenhaus fahren. Unser Freund Joe muss alle 72 Stunden seine Körperflüssigkeiten tauschen, sonst schwillt er an und seine Augen werden gelb. Hm. Was war das? Oh mein Gott, Joe, schnell, erzähl ihm mehr von deinem traurigen Leben. Jeden Morgen wache ich nass von meinem eigenen Urin auf. Meine Füße sind Schuhe, die an meine Hosenbeine angenäht sind. Letzte Woche war der Behindertenplatz im Bus besetzt, da haben sie mich wie ein Fahrrad vorn dran geschnallt. Als ich meine Beine verletzt hatte, sagte der Arzt, ich würde in 2 Wochen wieder laufen. Das ist sauwitzig. Oh, ja, klasse! Ja, klasse! Ja, ich hab's geschafft! Mann, das ist meine größte Leistung seit meinem Alleinflug über den Atlantik in den 20er Jahren. Guck nicht da rein. Alles vorgekackt. Ehrlich, wir müssen da Toiletten einbauen, wenn wir mehr als 2 Stunden drin hocken. Wow, ihr habt es echt geschafft. Die Abmachung steht. Ab jetzt lasse ich die Petro jetzt in Ruhe. Oh, danke Gott. Ja, und recht sehr dankbar. Na, komm her, Junge. Finger weg. Was zum Teufel? Gott ist gleich autistisch. Man darf ihn nicht anfassen, vor allem nicht am Kopf. Schon gut, halb so wild, aber...